Manchmal liest man in Zeitungen von skandalösen Vorfällen von Personen, die an einen Rollstuhl gefesselt sind. Wenn Sie so jemanden sehen, dann rufen Sie die Polizei oder bin sinnlos. Hilfe! Menschen mit Behinderungen werden zumeist entweder als Heroes dargestellt, die über allem Dingen stehen, oder als arme Herrscher, denen man über den Kopf streicheln muss. Es ist zumeist nicht absichtlich, aber viel Unwissenheit spielt eine Rolle. Zum Beispiel, wenn bei einem Interview der Gebärdendolmetscher zu sehen ist und dann die Kamera schwenkt und dann keine Dolmetschung mehr zu sehen ist und damit auch ein gehörloser Mensch das Interview nicht mehr mitverfolgen kann. Es geht darum, nicht Defizite aufzuzeigen, sondern das Potenzial von Menschen mit Behinderungen, auch in den Mediendarstellungen. Beispielsweise der Literatur bei Ohrenschmaus, wo Menschen mit Behinderungen, mit intellektuellen Behinderungen, Texte, literarische Texte in leicht verständlicher Sprache schreiben. Bei Mediendarstellungen ist natürlich wichtig, dass die Berichte auch von Menschen mit Behinderungen barrierefrei rezipiert werden können. Zum Beispiel bietet das durch die neuen Technologien die Möglichkeit, dass man Texte sich vorlesen lässt. Wichtig ist auch die Untertitelung von Fernsehprogrammen. Hier bietet ORF bereits 72% seines Programms mit Untertitelungen an. Die Privatsender in Österreich haben beispielsweise noch keine Untertitel, in Deutschland sehr wohl. Hier braucht es eine Weiterentwicklung. Beispielsweise im ORF denke ich mir, dass die langen Interviews, die nur im Internet zu sehen sind, auf ORF.at, dass man diese auch untertitelt und nicht nur die Kurzinterviews, wie sie analog ausgestrahlt werden. Oder Audiodeskription für blinde Menschen sind auch etwas Wichtiges, dass sie auch das Hörerlebnis haben und zum Beispiel Sportsendungen mitverfolgen können. Hier wird schon vieles getan, ihr braucht es aber auch Weiterentwicklungen. Die neuen Technologien entwickeln sich rasant weiter. Zum Beispiel gibt es schon Gebärdensprach-Avatars, die automatisch Sendungen in Gebärdensprache dolmetschen. Das ist auch eine Entwicklung, die man sich weiter anschauen muss und wo es vielleicht einmal die Möglichkeit in mittlerer Zukunft gibt, dass Filme im Internet automatisch in der Sprache von gehörlosen Menschen in der Gebärdensprache gedolmetscht werden. Immer mehr Menschen verstehen nicht, was in den Medien gesendet wird. Sie können die Politik nicht mehr verstehen, können das nicht nachvollziehen. Ja, braucht es leicht verständliche Sprache in den Medien. Der ORF mit im Teletext mit seinen Upper Top News, die der aber täglich in einer inklusiven Lehrredaktion produziert, ist ja beispielgebend. Die BBC hat eine tolle Erfahrung gemacht. Sie haben Menschen mit Behinderungen als Journalistinnen ausgebildet und dadurch hat sich auch das Bild in den Medien verändert, da die Lebensrealität in die Redaktionen und damit auch in die Mediendarstellung eingezogen ist. Das sollte auch in Österreich passieren. Der ORF hat
Mut bewiesen und mich als Mitarbeiter aufgenommen, um hier Weiterentwicklungen voranzutreiben, was ich gerne tue, und das sind neue Herausforderungen.